Hallo und willkommen zurück zu Mass Effect 1 der Trilogie. Wer rennt denn da? Wer ist das? Ist das Garrus? Was macht er denn da? Okay. So, wir müssen jetzt eigentlich nur noch den guten Saren auffliegen lassen. Dafür müssen wir zum Präsidium und gehen zum Citadel-Turm. Und dann ist es endlich soweit. Die Jagd auf Saren kann beginnen. Auf geht's. Na los. Odina legt die Beweise des Quarianers dem Rat vor. Eden Prime war ein bedeutender Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Sie wollten einen Beweis. Hier ist er. Dieser Beweis ist unwiderlegbar, Botschafter. Saren verliert seinen Status als Spectre. Und es werden alle Anstrengungen unternommen, um ihn für seine Verbrechen zu bestrafen. Ich erkenne die andere Stimme, die mit Saren spricht. Matriarchin Benesia. Wer ist sie? Matriarchinnen sind mächtige Asari, die letzte Phase ihres Lebens erreicht haben. Sie werden für ihre Weisheit und ihre Erfahrung verehrt und dienen meinem Volk als Führer und Mentor. Matriarchin Benesia ist eine mächtige Biotin und sie hatte viele Anhänger. Sie wird Saren eine wunderbare Verbündete sein. Ich interessiere mich mehr für die Reaper. Was wissen wir über sie? Nur das, was wir aus dem Geth-Speicherkern herausfiltern konnten. Die Reaper sind eine uralte Maschinenrasse, die Proteaner ausrottete. Und dann sind sie verschwunden. Die Geth glauben, Reaper sind Götter. Und Saren ist der Prophet für ihre Rückkehr. Wir glauben, die Röhre ist der Schlüssel, der sie zurückbringt. Saren sucht gerade danach. Deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Wissen wir überhaupt, was diese Röhre ist? Saren glaubt, sie kann die Reaper zurückbringen. Das ist schlimm genug. Hören Sie sich doch einmal zu. Saren will die Maschinen zurückbringen, die einmal alles Leben in der Galaxie vernichtet haben? Das ist unmöglich. Muss es sein. Wo sind die Reaper hin? Wo sind sie hin verschwunden? Warum haben wir keine Spuren entdeckt, die auf ihre Existenz hindeuten? Wären sie echt, hätten wir irgendwas gefunden. Ich habe versucht, Sie vor Saren zu warnen, und Sie wollten der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen. Machen Sie nicht den gleichen Fehler. Das ist anders. Sie haben bewiesen, dass Saren den Rat betrogen hat. Wir sind uns alle einig, dass er die Geth benutzt, um nach der Röhre zu suchen, aber wir wissen nicht, warum. Die Reaper sind offensichtlich nur ein Mythos, Commander. Eine willkommene Lüge, um Sarens wahre Absichten zu verdecken. Eine Legende, die er dafür benutzt, die Geth gefügig zu machen. Vor 50.000 Jahren vernichteten die Reaper die gesamte galaktische Zivilisation. Wenn Saren die Röhre findet, wird es wieder passieren. Saren ist ein verräterischer Agent, der um sein Leben rennt. Er besitzt nicht mehr die Rechte oder Ressourcen eines Spectres. Der Rat hat ihm seine Position entzogen. Das reicht nicht. Sie wissen, dass es sich irgendwo in der Traverse versteckt hält. Schicken Sie Ihre Flotte rein. Eine Flotte kann nicht einen einzigen Mann aufspüren. Eine Zitadellflotte könnte die ganze Region sichern. Halten Sie die Geth davon ab, noch mehr unserer Kolonien anzugreifen. Oder es könnte einen Krieg mit den Terminus-Systemen auslösen. Wir lassen uns doch nicht in eine galaktische Konfrontation hineinziehen, nur wegen ein paar Dutzend menschlicher Kolonien. Ha, schicken Sie mich. Ich kann Saren erledigen. Der Commander hat recht. Es gibt einen Weg, Saren aufzuhalten, der keine Flotten oder Armeen erfordert. Nein, es ist zu früh. Die Menschheit ist noch nicht für die Verantwortung bereit, die das Beitreten bei den Spectre mit sich bringt. Sie müssen keine Flotte in die Traverse schicken und der Botschafter kriegt seinen menschlichen Spectre. Alle sind glücklich. Alle sind happy. Commander Shepard, vortreten. Don't worry. Be happy.
Der Rat hat entschieden, ihnen alle Befugnisse und Privilegien der Zitadellabteilung Special Tactics and Reconnaissance zu verleihen. Spectres werden nicht ausgebildet, sondern auserwählt. Individuen, die sich im Dienst und Kampf unter Beweis gestellt haben. Die, die durch ihre Handlungen und Taten über den Rang hinausgewachsen sind. Spectre sind ein Ideal, ein Symbol. Die Verkörperung von Mut, Willenskraft und Selbstvertrauen. Sie sind die rechte Hand des Rats, Instrumente unseres Willens. Spectre tragen eine große Bürde. Sie sind die Beschützer des galaktischen Friedens, zugleich unsere erste und letzte Verteidigungslinie. Die Sicherheit der Galaxie liegt in ihren Händen. Sie sind der erste menschliche Spectre-Commander. Das ist eine große Errungenschaft für Sie und Ihre gesamte Spezies. Ich bin geehrt, Ratsherr. Wir schicken Sie in die Traverse, wo Sie Saren verfolgen. Er ist vor dem Gesetz auf der Flucht. Sie sind also befugt, alle notwendigen Mittel einzusetzen, um ihn festzunehmen oder zu töten. Eine Ahnung, wo ich ihn finden kann? Wir werden alle relevanten Daten an Botschafter Udina weiterleiten. Dieses Ratstreffen wird vertagt. Alles geschafft. Meinen Glückwunsch, Commander. Es liegt eine Menge Arbeit vor uns, Shepard. Wir werden ein Schiff, eine Crew und Vorräte brauchen. Sie haben jetzt Zugang zu speziellen Ausrüstungs- und Trainingseinrichtungen. Sie sollten jetzt zur Zitadell-Sicherheitsakademie gehen und mit dem Spectre-Ausrüstungsofficer sprechen. Anderson, folgen Sie mir. Ich brauche Ihre Hilfe, um alles hier aufzubauen. Perfekt. Ich dachte, der Botschafter wäre etwas dankbarer. Er hat Ihnen noch nicht einmal gedankt. Solange ich Saren nicht finde, habe ich gar nichts geschafft. Los! Bin direkt hinter Ihnen, Shepard. Spectre Burnos. Ah ja. Perfekt. Auf geht's. So, jetzt kann man nämlich auch hier unten unseren kleinen Soldaten anquatschen, der hier rumsteht. Da ist er. Rear Admiral Kauku. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer neuen Position als erster menschlicher Spectre-Commander. Sie werden Ihre Sache ganz sicher gut machen. Ich weiß das zu schätzen. Mein Name ist Admiral Kahoku. Es ist höchste Zeit, dass die Allianz einen unserer Leute als Spectre abstellt. Wir brauchen Leute wie Sie, die sich um unsere Probleme kümmern. Was für Probleme, Admiral? Ich werde von bürokratischen Arschlöchern festgenagelt. Nichts Neues. Vielleicht können Sie mir helfen, Shepard. Eines meiner Aufklärungsteams sollte seltsame Aktivitäten in der Traverse untersuchen. Wir haben gestern den Kontakt verloren. Und jetzt bekomme ich keine Genehmigung für eine Untersuchung, weil es auf einmal Sperrgebiet ist. Aber das gilt nicht für Sie, Shepard. Spectres können überall hingehen. Sie könnten herausfinden, warum der Kontakt zu meinem Team abgerissen ist. Ich finde Sie, Admiral. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Ich hatte keine andere Option mehr. Ich werde hierbleiben und versuchen, durch die offiziellen Kanäle etwas herauszufinden. Allerdings mache ich mir diesbezüglich keine Illusionen. So, neuer Auftrag. Ich werde die letzten Standortdaten meines Teams auf Ihr Schiff hochladen. Vielleicht finden Sie etwas heraus. Alles klar, hau rein. So. Ein neuer Auftrag. Und da vorne steht auch noch einer. Der gibt uns auch noch einen Auftrag. Jawohl, Aufträge über Aufträge. Hoffentlich geht es ihm gut. Ich habe gerade Pause. Reden Sie mit jemand anderem, wenn Sie was brauchen. Mir geht im Moment zu viel durch den Kopf. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Vielleicht können Sie es. Sie sind Soldat, nicht wahr? Waren Sie schon mal in der Traverse? Die Traverse ist ein unangenehmes Gebiet. Wir haben uns eine Weile dort aufgehalten. Mein Bruder ist Captain auf einem Schiff namens Majesty. Es flog vor einigen Tagen durch die Traverse und verschwand dann. Es war plötzlich einfach weg. Normalerweise kann es nur zwei Gründe dafür geben, dass sie massive technische Probleme haben oder angegriffen wurden. Keine der beiden Optionen lässt Raum für Hoffnung. Ich werde meinen Bruder nicht aufgeben, noch nicht. Ich habe die Koordinaten der letzten Übertragung seines Schiffes. Was für ein Schiff war es? Lassen Sie sich nicht von seinem Namen täuschen. Die Majesty ist nur ein kleines Handelsschiff mit einer Handvoll Leuten als Besatzung. Aber er hat dafür gesorgt, dass sie immer gut in Schuss ist. Ich bezweifle, dass technische Probleme der Grund sind. Aber sie haben keinerlei echte Waffen oder Schilde. Die Majesty ist leichte Beute für jeden, der es darauf anlegt. Was springt dabei für mich raus? Ich kann es mir leider nicht leisten, sie zu bezahlen. Wenn ich genug Geld hätte, wäre schon längst ein Bergungsteam unterwegs, um ihn zu suchen. Vielleicht könnten Sie mir einen persönlichen Gefallen tun und sich darum kümmern. Untersucht den Vorfall denn niemand?
Mein Bruder ist nur ein kleiner, unabhängiger Händler. Schiffe wie seins verschwinden ständig in der Traverse. Wenn Ihr Bruder noch lebt, werde ich ihn finden. Geben Sie mir die Koordinaten. Ich werde sie sofort an Ihr Schiff übermitteln. Bitte geben Sie mir Bescheid, wenn Sie ihn gefunden haben. Klar, kein Problem. Holen wir uns noch mehr Vorbildlichkeitspunkte, um weiterzumachen. So, als erstes müssen wir aber zu unserem... Moment, wo ist denn hier die Rapid-Station? Die war oben, ne? Ah, oh, Käse, jetzt laufe ich auch noch dran vorbei. Wir müssen erstmal zum Officer für Spectre-Ausrüstung, denn ich möchte mir gerne die Lizenz besorgen. Reisen. Bezirke. Citadel Sicherheitsdienst. So, dafür müssen wir erstmal hier runter. Und da steht er auch schon. Hallöchen. Sekunde, ich hab sie gleich. Commander Shepard, mit dem Allianzmilitär hier. Das erste Mal auf der Zitadelle, stimmt das in etwa? That's right. Woher wissen Sie das alles? Ich bin der Zitadell-Sicherheitsrequisitionsoffizier. Ich muss sichergehen, dass unsere Käufer autorisiert sind. Also, darf es heute etwas für Sie sein, Commander Shepard? Ich brauche Vorräte. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Hört sich gut an. Bin gleich soweit. Oh, da muss ein Fehler vorliegen. Das System sagt mir, ich soll Ihnen unsere ausgesuchte Ware anbieten, Spectre? Ich habe davon gehört, aber ich wusste nicht, dass Sie da sind. Tut mir leid, Commander. Zeigen Sie mir einfach, was Sie haben. Ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Viel Spaß damit. Oh ja, danke schön. Die Dinger sind aber auch schweineteuer. Bei den Preisen kriege ich glatt einen Herzinfarkt. Junge, 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 Junge. So, wir brauchen erstmal die Lizenz. Dann haben wir hier einen Bioverstärker, Solaris 3. Brauchen wir eigentlich nicht, denn zu teuer. Ja, nee, muss nicht sein. Die sind schon echt schweineteuer, Mann. Hey. Ich frage mich, wer sich sowas am Anfang direkt kaufen kann. Das ist impossible. So, dann haben wir noch einen Auftrag zu erledigen. Leider. Naja, aber was soll's. Müssen wir wieder zu den Bezirken und zu den Botschaften. Oh, da bin ich hier aber falsch. Wo sind Präsidium? Und die Botschaften. Denn da war noch jemand, der mit uns quatschen wollte. Jetzt müssen wir aber erstmal schauen, wie sieht's hier eigentlich aus mit unseren, Dings da, ja, vorbildlich ist noch nicht ganz weit oben, leider Gottes. Und es fehlt aber auch nicht mehr viel Erfahrungspunkte, aber Schmeicheln geht wieder höher. Wie ihr seht, bis hierhin. Verbessert Schmeichelnrate auf 8. Schaltet neue Dialogoptionen frei. 5% Discount in den Läden. Jo, okay, bevor wir zu dem gehen, schauen wir erstmal, ob wir hier vorne dem einen Hanar helfen können, um Vorbildlichkeitspunkte zu bekommen. Wäre natürlich vom Vorteil, wenn wir noch ein Level abbekommen, jetzt hier kurz vor Ende Gelände. Lauf schneller, Shepard. Lauf, lauf. Ich sagte Ihnen doch schon, dass Sie gar nicht hier sein dürfen. Ja, sehr gut. Dieser Hanar weigert sich, Vernunft anzunehmen. Warum kann er sich nicht auf anständige und gesetzmäßige Weise benehmen? Sie sollten toleranter sein. Er versucht nur, seinem Glauben Ausdruck zu verleihen. Ich bin nicht unvernünftig. Der Hanar kann seinen Unsinn frei verkünden, wenn er erst eine Evangelikalerlaubnis erworben hat. Und wenn der Hanar eine Erlaubnis hat, kann er auch predigen? Nein. Angemeldete Evangelikale müssen bestimmte Regeln befolgen. Es gibt bestimmte Gebiete, in denen das Predigen legal ist. Wenn diese Regeln missachtet werden, dann wird die Lizenz widerrufen. Ich könnte mit dem Hanar reden, wenn Sie möchten. Ich habe mich den ganzen Nachmittag mit dem Dick... Möchten Sie von den Entflammten erfahren? Oder agieren Sie als Verstärkung für den ehrenwerten Zitadell-Sicherheitsofficer? Gibt's Ärger? Das ist der falsche Weg. Gibt's Ärger? Warum bedrängt Sie der Zitadell-Sicherheitsofficer?
Der Zitadell-Sicherheitsofficer verlangt, dass diese Person eine evangelikane Erlaubnis erwirbt, um die Wahrheit der Entflammten zu verkünden. Wenn das alles ist, was der Zitadell-Sicherheitsofficer verlangt, warum kaufen Sie dann keine Erlaubnis? Die Wahrheit der Entflammten ist allmächtig. Diese Person glaubt inständig daran, dass die Wahrheit nicht unterdrückt werden darf. Zahlungen als Mittel, die Verkündung der absoluten Wahrheit einzuschränken, empfindet diese Person als Einschränkung der religiösen Freiheit. Also brechen Sie gerade die Gesetze, indem Sie hier ohne Erlaubnis predigen. Der Zitadell-Sicherheitsofficer sagt, dass das Predigen an diesem Ort verboten sei und das Predigen an anderen Orten der Zitadell einer Erlaubnis bedürfe. Diese Person möchte betonen, dass das Verkünden der Wahrheit der Entflammten kein Akt des Predigens darstellt und deshalb keine Erlaubnis bedarf. Entflammten? Ihre Leute nennen sie die Proteaner. Sie sind die wahren Erschaffer des Volkes dieser Person. Die Entflammten führten die Hanar von der Ignoranz zum Bewusstsein, indem sie dem Volk dieser Person die Gabe der Sprache schenkten. Boah, ey, dieses Reden von den Hanar, ne? Lassen Sie mich mit dem Zitadell-Sicherheitsofficer reden. Vielleicht kann ich ihm die Situation erklären. Diese Person wäre sehr dankbar für... Irgendwelche Fortschritte mit dem Hanar? Tut mir leid. Ich werde Sie wissen lassen, wenn mir etwas einfällt. Mist. Es ist mir egal, was es ist, solange ich dadurch diesen Hanar loswerde. Mann... Hat sich der Zorn des Zitadell-Sicherheitsofficers gelindert? Ich arbeite noch daran. Och Mensch! Diese Person wird fortfahren, die Botschaft zu verkünden. Mensch, das ist aber der falsche Weg, Mann. Hat sich der Zorn des Zitadell-Sicherheitsofficers gelindert? Und Sie glauben, dass dies der richtige Weg ist, die Entflammten zu repräsentieren? Die Wahrheit der Entflammten muss verkündet werden. Sie gaben den Hanar die Sprache und dem Universum die Massenportale. Diese Person möchte nur die Worte der Wahrheit an alle richten, die zuhören möchten. Sie ist nicht an Ärger interessiert. Glauben Sie, die Entflammten würden wollen, dass sie ihre Gabe des Bewusstseins auf diese Weise nutzen? Die Entflammten wünschen, dass ihre Botschaft an alle bewusstseinsfähigen Völker weitergegeben wird. Die Entflammten hätten bestimmt nicht gewollt, dass ihre Botschaft durch das Brechen der Gesetze verkündet wird. Diese Person vernimmt die Weisheit in diesen Worten. Vielleicht hat ihr der Enthusiasmus den Verstand geblendet. Diese Person wird jetzt gehen und nicht wieder das Präsidium aufsuchen. Jawohl, vorbildlich. 8 Punkte. Endlich ist der Hanar weg. Ich danke Ihnen. Ich helfe immer gern. Hier, für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit. Wenn Sie mich entschuldigen würden, ich muss mich bei meinen Vorgesetzten melden. Jawohl. Perfekt. 200 noch was an XP bekommen. Wie sieht das jetzt aus? Uns fehlen tatsächlich noch 423 XP. Ich glaube nicht, dass wir die noch irgendwie zusammenbekommen werden. Ah, Mist. Ich hoffe, ich kann den Streit da jetzt mit dem Botschafter da locker lösen, ohne irgendwie gleich irgendwie rabiat zu werden. Wobei es eigentlich egal ist. Egal, wir schauen jetzt erstmal weiter. Samish Bhatia. Entschuldigung, Commander Shep. Commander Shepard, mein Name ist Samish Bhatia. Bitte halten Sie mich nicht für aufdringlich, aber ich weiß nicht mehr, an wen ich mich wenden soll. Kein Problem. Was kann ich für Sie tun? Meine Frau war eine Marinesoldatin in der 212. auf Eden Prime. Ich habe beantragt, dass mir der Leichnam meiner Frau für die Urnenbestattung überstellt wird, aber das Militär hat abgelehnt. Warum haben Sie den Antrag abgelehnt? Dafür muss es einen Grund geben. Ich weiß es nicht. Sie sagten nur, dass es nicht möglich sei, meine Frau nach Hause zurückkehren zu lassen. Es kann keinen guten Grund geben, dass Sie den Leichnam Ihrer Frau nicht freigeben. Warten Sie bitte hier. Für mein Anliegen ist Mr. Bosker verantwortlich. Zuletzt sah ich ihn in der teuren Bar da drüben. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich möchte meiner Frau nur ein anständiges Begräbnis ermöglichen.
Kein Problem. Dann geh mal hin. Wie gesagt, ich hoffe, das wird jetzt nicht allzu rabiat. Deshalb wollte ich ja eigentlich noch ein paar Vorbildlichkeitspunkte sammeln und auch noch eine Erfahrung, also noch ein Level abbekommen. Wir hoffen einfach mal das Beste. Sehr erfreut, Sie zu sehen, Commander Shepard. Ihre Aktivitäten haben für einiges Aufsehen im diplomatischen Korps gesorgt. Kann ich etwas für Sie tun? Ja, ein Mann namens Samesh Bhatia hat Probleme damit, den Leichnam seiner Frau zu bekommen. Ah, Mr. Bhatia. Ein guter Mann in einer frustrierenden Lage. Ich wünschte, ich könnte ihm helfen. Nirali Bhatia starb auf Eden Prime, wie ihn Mr. Bhatia sicher erzählt haben wird. Ihre Wunden können keiner uns bekannten Waffengattung zugeordnet werden. Deswegen verwahren wir ihre Leiche. Sie glauben, dass ihr Leichnam kontaminiert oder auf andere Weise gefährlich sein könnte? Nein, Commander. Von Nirali Bhatia geht keine Gefahr aus. Ihr Körper ist vielmehr sehr wertvoll für die Allianz. Diese Teststudien könnten die Grundlage für bessere Verteidigungssysteme gegen die Geth bilden. Anders gesagt, Nirali Bhatia könnte nach ihrem Tod mehr Leben retten als zu Lebzeiten. Ich verstehe Ihr Interesse, aber es ist nicht richtig, den Leichnam zu beschlagnahmen. Commander, gerade Sie sollten wissen, wie weit wir gehen müssen, um die Menschheit zu schützen. Die humanitären Werte haben immer noch Priorität und es ist mein Job, dafür zu kämpfen. Schon gut, Commander, ich gebe auf. Es war schon nicht einfach, Mr. Bhatia loszuwerden und ich will keinen Ärger mit Ihnen riskieren. Sagen Sie Samesh, dass die Leiche zur Erde zurückgebracht wird. Ich werde mich selbst gleich drum kümmern. Sehr gut. Wir haben den Schmeichelpunkt freigeschaltet, das ist sehr schön. Hier kann man jetzt eigentlich nichts mehr machen. Ich habe keine Zeit für einen Schwatz. Die hat keine Zeit für einen Schwatz. Was für ein seltsamer Ort. Der hat auch keine Zeit für einen Schwatz. Nur ein paar mehr Menschen. Den hier müssen wir auch nochmal anquatschen, glaube. Also haben Sie es tatsächlich gemacht. Ich wusste, dass einer von Ihnen eines Tages zum Spectre ernannt würde. Ich kann nur hoffen, dass Sie mehr taugen als der andere, den Sie finden sollen. Ich werde hart daran arbeiten, Saren aufzuhalten. Genau das macht mir ja Sorgen. Kann ich etwas für Sie tun? Ja, und zwar eigentlich nichts. Ich werde dann gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Kannst leider nichts tun, weil nichts mehr auswählbar ist. Schade. Aber wir haben es geschafft, den Bhatia da zumindest seine Leiche von seiner Frau wiederzugeben. Das werden wir auf jeden Fall in den kommenden Teilen noch zu spüren bekommen. Hallo nochmal, Commander. Haben Sie etwas gehört? Ich habe Mr. Bosca verdeutlicht, wofür wir wirklich kämpfen. Ihre Frau kommt nach Hause zurück. Ich danke Ihnen. Ich werde nach Hause gehen und alles vorbereiten. Es macht mich nicht glücklich, aber es tröstet mich. Auf Wiedersehen, Commander. Mach's gut. Und schon wieder 219 XP. Jawohl. Das Level Up steht kurz bevor. Ich glaube, wenn wir jetzt hier durch sind, sollte das eigentlich gegessen sein. Warte mal. Was wollen die denn jetzt überhaupt noch von mir? Ja, das ist das. Ja, das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Missionen, Sachen. Der Botschafter wird Ihnen ein Schiff und eine Crew stellen. Treffen Sie eine. Ach ja, so. Ich müsste zur Andockbucht. Na, da bin ich ja hier total falsch. Verdammt mich noch einmal. Lass mich durch. Okay, hier auf der Citadel können wir nur noch eine Sache erledigen. Und zwar müssen wir nochmal nach Bezirke, Märkte, Flux. Wir müssen zum Flux. Da müssen wir nochmal mit der guten Dame sprechen, die wir aus Koras Nest rausgeholt haben. Ups. Bam! Ah! Okay, das war mir neu. Ja, was gibt's? Wurden Sie rausgeworfen? Doran hatte keine Ahnung, was ich gemacht habe. Er nahm an, dass ich betrügen würde. Ich kenne Doran. Wenn er sagt, dass Sie betrügen, dann betrügen Sie. Ich habe meinem Glück nur nachgeholfen. Es war nur ein Experiment. Das klingt für mich nach Betrügen. Für Sie vielleicht, aber dieses Gerät soll nur Situationen simulieren und Resultate aufzeichnen. Das Aufzeichnen von Verlusten ist einfach. Die bemerkt niemand. Warum wollten Sie die Resultate aufzeichnen? Ah, jetzt kommen wir zum Kern der Sache.
In den letzten 5 Jahren habe ich ein Gerät entwickelt, das sehr präzise Gewinne und Verluste beim Quasar berechnen kann. Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen, um den Algorithmus zu vervollständigen. Können Sie das tun? Ist das nicht illegal? Es ist illegal, mein System zu benutzen. Aber ich benutze es nicht. Ich werde es verkaufen. Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen. Hilft mir das Gerät zu gewinnen? Das Gerät sendet eine Frequenz aus, die ihre Chancen leicht verbessern. Nicht so wie mein System, aber es reicht, um ihre Siege schneller aufzuzeichnen. Warum verkaufen Sie das Gerät dann nicht? Was? Nein, das Gerät ist einfach. Es nutzt brutale Gewalt, um sein Ziel zu erreichen. Und Sie haben gesehen, wie leicht es entdeckt werden kann. Mein System wird viel effizienter und nicht zu entdecken sein, wenn es fertig ist. Hilft mir das Gerät zu gewinnen? Das Gerät sendet eine Frequenz aus, die... Hab ich nicht so wie mein System, aber es reicht, um Ihre Siege schneller aufzuzeichnen. Was springt dabei für mich raus? Behalten Sie den Gewinn. Das sollte Bezahlung genug sein. Ich werde Ihnen helfen. Sie könnten es ja mal versuchen. Bitte sehr. Sie werden es merken, wenn Sie genug Siege aufgezeichnet haben. Aber Sie haben gesehen, was passiert, wenn Sie mit dem Gerät erwischt werden. Dann legen Sie los. Die Daten sammeln sich nicht selbst. Yep. Aber da hab ich was anderes gehört. Und was genau hast du gehört? Zweifellos weitere Gerüchte über seltsame Metallkreaturen mit echter KI. Ja, ja, aber es gibt noch mehr. Gibt es doch immer. Ich hörte, es gäbe eine Verbindung zwischen Ihnen und einem abtrünnigen Spectre. Oho. Nicht das schon wieder. Warum ist das so unglaublich? Ist ja auch egal. Erwarten Sie einfach nicht, dass wir es auch glauben. Ja, den Gesprächen sollte man manchmal zuhören, denn das gibt auch Aufträge. Hey, Jenna kam zurück und suchte Arbeit. Danke, dass Sie sie aus Koras Nest geholt haben. Schön, dass ich helfen konnte. Ja, alle scheinen froh zu sein, dass sie zurück ist. Und trotzdem wirken Sie nicht so froh. Ich bin froh, dass sie da raus ist. Ich hatte nur vergessen, wie es ist, sie um mich zu haben. Seit ihrer Rückkehr bekomme ich kaum noch Trinkgeld. Jenna? Hallo, willkommen im Flux. Spielen möchte ich nicht. Wo ist denn hier der... Wo ist denn der Kleine? Hallo? Ach, da hinten steht er doch. Doran, komm mal her. Ich hab hier was für dich. Willkommen im Flux. Ich bin Doran. Was kann ich für Sie tun? Ich habe etwas, das Sie interessieren dürfte. Lassen Sie mich mal sehen. Das stammt von Shells, nicht wahr? Ich habe ihn damit gesehen, habe ihn deswegen rausgeworfen. Danke, dass Sie es mir bringen. Betrüger müssen leiden. Da haben Sie recht. Danke nochmals. Spielen Sie ein paar Runden Quasar. Geht aufs Haus. Ich muss jetzt weiter. Viel Spaß, Flux. Stufenaufstieg. So muss das sein. Alles klärchen. Schmeicheln jetzt erstmal wieder voll machen. Ja? Zack, zack. Perfekt. Und die restlichen 2 Punkte können irgendwo anders rein. In Einschüchtern, boah, ist mir egal. Hau einfach irgendwo rein. So. Wie sieht's eigentlich aus mit Schmeicheln? Oh, da sind wir schon leicht über den ersten Balken hinweg. Jetzt geben wir Shells erstmal Bescheid, dass wir sein Gerät weggegeben haben. Zack. Haben Sie schon 5 Siege mit dem Gerät aufgezeichnet? Mehr oder weniger. Eigentlich habe ich Ihr Gerät Doran gegeben. Aber da steckte jahrelange Arbeit drin. Was soll ich denn jetzt machen? Arbeiten? Vielleicht könnten Sie Ihre Talente besser nutzen. Sie sind mir aber keine Hilfe. Das ist der absolut schlimmste Tag meines Lebens. Oh, bis jetzt. Wir haben ja noch erstmal angefangen, ne? So, Präsidium? War's, glaube ich. Und dann müssen wir zum... zurück. Wir müssen zu den Bezirken. C-Sicherheitsturm. Und von da aus geht's dann zur Andockbucht. Denn da erwartet uns ja auch noch eine Kleinigkeit. Wo geht's denn hier nach oben? War das jetzt hier? Oder? Zur Andockbucht. Ah, hier geht's hoch. Ah, wunderbar. Aber da gehen wir gleich erst hin. Beziehungsweise in der nächsten Folge. Denn... hier ist leider schon der Timer abgelaufen. Tut mir leider leid. Das mit Shells hat uns etwas zurückgeworfen. So, aber wenn euch die Folge natürlich gefallen hat, lasst mir doch gerne ein kostenloses Abo da und auch das Däumchen nach oben, um den Algorithmus auf meinem Kanal zu pushen und voranzutreiben. Das würde mich sehr, sehr
glücklich machen. Aktiviert natürlich die Glocke, um immer wieder die neuesten Videos zu sehen und nicht zu verpassen. Das könnt ihr natürlich auch tun. Und wie ich sage, schon mal auf Wiedersehen und wir sehen uns zur nächsten Folge. Ciao, ciao.